Junge, was sind wir ihm nur auf den Leim gegangen, oder Leute? Willkommen zurück zu Advance Wars. Na gut, Leute, noch ist aber nicht aller Tage hier, ne? Alles verstrichen oder so? Nee. Wir haben da noch gute Chancen. Immerhin würden seine Truppen immer weniger, außer hieß er durch die Kacke. Ach, vielleicht schaffe ich es jetzt hier, den zu zerstören, und dann nehme ich gleich ein. Dann habe ich meine eigene, richtig coole, Basis. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, Leute, schön, dass ihr wieder sehen wollt, wie ich natürlich glorreich gewinne, ne? Oh, das könnte klappen. Außer jetzt hat Sonja wieder Pech mit ihren komischen Mini-Prozenten. Nee, aber einen guten Blut geschafft. Yeah. Okay, gut. Wir nehmen langsam ein. Yeah. Dün, di, di, dün. So, alle anderen fahren auch schon wieder weiter nach vorne. Und wollen nur ballern. So, da oben ist ja leider ein Raketenwerfer. Und ich muss übrigens mal ein bisschen schauen. Ich muss den Helikopter wieder finden. Da war eine Menscheneinheit drin beim gegnerischen Transport-Heli. Je nachdem, wo er den hinfliegt. Da will er hinfliegen, kann er vergessen, Alter. Yeah! Komplett abballern! Ich weiß nicht, ob da jemand drin war, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Lalalala. So, jetzt ist auch schon wieder richtig sauber hier alles. Schön aufgeräumt. Gut. Ja, dann schaffen wir doch in der Folge. Ich hab trotzdem Angst. So, ich soll ich nochmal einnehmen? Ne, da oben hat noch viel mehr Einheiten. Deswegen, ich warte hier und hole neue nach. Und mit dem TP. Oh je. Nochmal ein Spielfahrzeug. Ich muss natürlich immer alles im Blick haben. Gut, okay. Ja, dann gleich haben wir da unten eine Basis. Dann können wir von da aus auch schon mal ein bisschen bauen. Und natürlich die Labordaten eincachen von ihm. Oh, shit. Aber war mir, ist okay, war mir aber wichtig, den Helikopter loszuwerden. Das Flakgeschütz ist eh down. Oh nein. Kann doch nicht wahr sein. Ey, die Basis gehört uns. So, und da war anscheinend auch keiner auf dem Weg zur Basis da. Dann geht da als nächstes hin. Yeah. Schuss, eingestiegen. So, dann mal gucken, wer hier kommen will. Schnell in den Wald. So, die Dinger schießen ganz schön weit hier, ey. Ganz knapp. So, okay, ich will mal hier im Schutze der gegnerischen Basis stehen. Bum, bum. So, reicht das, wenn... Oh, dass die hier nicht ins gegnerische hier Gras hier rinfahren können. Okay, ja, egal. Zerstören wir eine weitere Einheit. Aus sicherer Entfernung zum Geschütz. Lalalala. Ey, nur 50? Als ob der Berg so heftig die da schützt da oben. Ach, egal. So. Ja. So, als Schutz. Hier schnell verstecken. Okay. Und die heilen sich immer noch schön nach und nach wieder auf. Ne? Kostet zwar ein bisschen Geld, aber ey. Ist doch voll geil. Ja, dann noch ein Jagdpanzer und dann wird gespart und dann wird da unten mal was Geiles hingebaut. Gut. Dann fange ich langsam mal an. Oh, da ist ein Raketenwerfer da unten. Oh, was? Ich dachte, ich wäre da fein raus. Oh, shit. Ja, die Schütze halt, ne? Immer diese Schütze. So, bleibt der Raketenwerfer da stehen? Ja, das wäre trotzdem kacke, weil der steht genau vor seiner eigenen Rakete da. Ach. Na gut, ja, der dürfte eigentlich nicht sehen da, ne? Der dürfte mich ja nicht so geil sehen, wenn nicht unmittelbar neben mir jemand steht. Ja, aber okay, man merkt aber auch schon, wie das halt immer weniger werden vom Gegner, die ganzen Gegner, die gegnerischen Einheiten. Oh, was zum Dübel? Ach, da will er nochmal versuchen, hier was einzunehmen, oder was? Oder ist das leer? Kann auch sein, dass das natürlich leer ist, aber wir jetzt. So, bauen die nächste Basis aus. Hoffen wir jedenfalls. So, dann fahren wir einfach mal. Fahre ich jetzt einfach schon mal wieder weiter los nach vorne. Erstmal abballern hier diesen Kampfpanzer. Ich meine natürlich Jagdpanzer. So, okay, war natürlich doof hier. So, den in die Reichweite zu stellen. War doof. Ja, ich weiß. So, was aber nicht doof ist, ist hier mich erstmal verstecken. Schön für Sicht sorgen. Und dann ordentlich was bauen. Boom. So, ich hoffe jetzt alle seine Menscheneinheiten sind jetzt hoffentlich alle weg. Ja, hoffe ich mal. Dindi, so baue ich selber irgendwie sowas wie einen Raketen, wie einen Artillerieschütz, weil ich den hier hinstelle und dann kann ich hier Bede-Schütze abballern. Das klingt doch nach einem Plan. Ob sie kann damit weit fahren denn? So, Sicht habe ich echt genug jetzt. Das geht schon.
einräumen hier. Tschüssen. So, kann der irgendwas ausrichten? Nö. Aber das Flakgeschütz, oder? Komm, das ist doch auch stark. Oh. Sonja, warum? Du hast gar nicht keine geschwächten Einheiten, Dudes. Oder doch, habe ich mich verguckt hier? Wartet mal, Kommandant. Ihre Einheiten sind doch, die sind alle normal stark. Also was soll denn dieser Quatsch? Dem. So, mal heilen. Und noch mal ein bisschen was bauen. Noch eine Artillerie. So. Okay, dann nehme ich da oben gleich den Hafen ein. Einfach so. Da könnte man, naja, wohl irgendwie ein Schiff bauen, ein Fernangriffsschiff bauen, ist nämlich nicht so gut. Weil natürlich die Kanonen, da kann mich ja nicht im Meer verstecken, leider. Aber ich könnte da schön was ausladen. In den Wald kann ich was ausladen da oben. Dafür wäre das vielleicht gut. Aber okay. So, Spähfahrzeug, nie. So, ich hoffe, ich krieg den da wirklich rein. Oh, die Reichweite ist ja so übel. So, der dürfte mich nicht sehen. Ne, wenn ich mich jetzt, nämlich jetzt hier hinstelle, um halt gleich dann beim nächsten Mal in den Wald zu gehen. So, das ist das Safe von den Kanonen. Und hier von hier oben auch, ist ja klar. Ja, okay, so. So, ich stelle mich jetzt in die Reichweite, ne? Aber es ist Nebel. Und die Dinger haben keine Sicht. Also, die dürfte mich eigentlich nicht sehen. Wenn doch, werde ich wütend. So, aber erstmal, ja, hier oben nochmal eine Basis. Yes! So, schnell hier hinfahren. Ja, halt nicht in die Reichweite von dem. Aber so ein bisschen in den Wäldern, nahe der Wälder ein bisschen fahren, ne? So, falls ihr den da verstecken will. Sieht aber nicht so aus. So, schön rein im Wald. Gut, okay, und dann schnappt man sich noch den Typen hier, dann ist alles erledigt. Dann sieht er hier wirklich nichts mehr. Und ja, war natürlich doof, wir haben am Anfang viel einstecken müssen. Aber wenn der Gegner halt keine Einheiten hat und wir gewinnen ja auch wirklich nur, ich hoffe, wir gewinnen auch, ohne dass wir halt seine ganzen Einheiten da, ohne dass wir die halt, wenn wir die alle zerstören, will ich sagen. Mein Gott, Wortfindungsstörung heute. Wenn wir die alle zerstören, haben wir hoffentlich trotzdem nicht gewonnen, weil ich muss sein Geheimlabor einnehmen. Das ist wichtig. Okay, Flakgeschütz bleibt mal hier. Gut. Ja, wenn da unten die Kanonen kaputt sind, dann fangen wir langsam an, uns hinzuschleichen. Oh, weia, ey. Hält sich wohl für was Besonderes, wa? Interessant, ja. Aber Gabe hat da trotzdem nicht. Da oben ist noch ein TTP. Ob da noch einer drin ist? So, er hat mich wirklich nicht gesehen. Ich bin ja überrascht. Sehr überrascht. Gut. Ja, denn ich wollte ihn ja trotzdem irgendwie einmal mal angreifen. Das bringt, glaube ich, alle gar nicht, weil der jetzt so viel aushält. Na, okay, doch. So. Olle Raketenwerfer wird zweimal angegriffen. Er kann nur eine Einheit denn mit der Rakete hier abballern. Ist egal, Leute. Ey, Mann, das ist so ein Pech, ey. Ja, der hätte doch eigentlich. Also, andere hätte ausgelöscht. So, zwei Raketen sind im Visier. So, vielleicht greifen doch die Menschen halt an. Das ist also die Schütze da. Auji! So, hier im Schutze von so einem Ding hier, richtig gemein, der TTP, der steht hier genau im Schutze. Na, das ist doch gemein. Ja, ich könnte wirklich hier rauffahren. Was zum Weg, safe! Boah, hier ist noch ein Raketenwerfer! Okay, das geht nicht, Leute, das geht so nicht. So, er kann wieder nur einen abschießen. Ne? Muss man sich auch sagen, ja, okay, dann ist es halt so, er kann nur einen treffen. Alter, aber trotzdem nicht in die Reichweite da reinfahren. Boah, er dürfte mich ja eigentlich nicht sehen. Aber ich traue dem Ganzen nicht. So. Gut, wir nehmen hier ein. Für ein bisschen extra Cash. So, jetzt wollen wir mal Raketenwerfer bauen hier. So. Der sieht aus, wie so ein altertümlicher Raketenwerfer irgendwie. So, wir fahren jetzt alle mal langsam hier nach vorne. Das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. Das haben wir doch. Das haben wir doch im Sack. Oder nicht? So, ihr könnt auch schon mal hier ein bisschen vorfahren. Und ein bisschen kloppen. Tsching. Wow. Ja, das, natürlich sehr viel gebracht, nicht wahr? Das macht doch mal deine komische Gabe da. Ada. Oder Ail, weiß ich, wie du heißt. Mach mal hin, ich bin die ganze Zeit voll. Oh, okay, er hat die Einheit angegriffen. Ja, okay, ist nicht schlimm. Dieses ängstliche Face. Ich hab keine Angst. Vor dir doch nicht. Beutejagd. Er sieht eher aus, als ob er Angst hat. So, Beutejagd, hä, wo willst du jetzt hin? Was willst du jetzt machen? Ich meine, wie der einfach noch einen Bomber hat. Okay, da fährt aber gleich mein Flak hoch. Was kommt denn da jetzt? Oh,
Ouchen! Boah, wir haben so einen Kampfpanzer. Ey, der holt ja aber echt nochmal wie was für Einheiten da raus. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Oh, das wird hier richtig schön zugemacht. Na klar. So, wie viel mache ich so hier Schaden? Na, überhaupt nicht viel mit so einem Ding, ey. Ach, du. Au, je. Das ist doch fies. Badadam. Diese verdammten, ey, da war ich denn kein Flughafen oder ein Bomber oder so weit. Ich hab sowas nicht. Ich muss mich hier mit dem kleinen Kram zufrieden gehen, wisst ihr? Das ist mal wieder typisch, oh Mann. So, ich müsste echt das Ding hier loswerden, damit mein Flak hochfahren kann zu dem Bomber. Also eigentlich, wenn wir mal ganz realistisch sind, dann müsst ihr das eigentlich machen. Weil der Bomber ist zu gefährlich. Der darf nicht so lange überleben. So, weg damit. Falls noch jemand eingelagert war, tschüss Mann, hier wird nichts eingenommen. So, die machen jetzt Special-Gabe, einfach nur um stärker zu sein. Transparent. Richtig transparent. Klarsichtkonter. Du. Alles analysieren bitte. Immer noch alles komplett dunkel. Ich sehe nichts. Schön. So, dann. Ey, nur 60 Schaden. Ach man, weil der auch seine Gabe halt aktiv gerade hat. Ja, aber trotzdem. Mann. Okay, trotzdem richtig schön reingebasht. So ein Raketenwerfer geht trotzdem down. Ich glaube, es ist ja kaum Düden so schnell im Wald. So. Ja, dann ballern. Boom. Ganz langsam natürlich nur ballern. So, ob der irgendwo nochmal nach vorne fährt. Ihr könnt ihn ja wieder anlocken, ne? Mit dem TTP, den ich da hab. Dann fährt er da genau meine Reichweite. Ich mach das einfach. So. Falls er mich sieht, ne? So, er kann ja nicht abgeschossen werden, der TTP. Nö, alles cool. Das wäre jetzt richtig witzig, wenn das klappt. So, beug selber mal so einen geilen Raketen, so einen geilen Kampfpanzer. Ja, auf jeden. Da würde ich lange überlegt. So, ein bisschen Sicht wäre nicht schlecht. So, Raketenwerfer. Fährt Oma nach vorne, langsam nach oben hin eher. Für den müsste ich ja so, ja, der müsste so ja die erreichen, hier die beiden, wenn ich hier im Wald stehe. Alles cool. So, dann gehen die gleich mal die hier runter in den Hafen noch ein. Ach, der kann dauern, ey, weil der immer mit seinen Überraschungseinheiten da kommt. Mit seinen Überraschungseinheiten wie Fünffachbomber und wie es ich war. So, komm, der wäre sicher so. Oh, ach so, ich dachte, der Bomber greift an. Mist, Mann, so Mist. Ja, dass die Mission jetzt so lange dauert. Oh, Mist. So. Ja, okay, es geht. Es hält sich doch alles hier noch immer noch in Grenzen, wie es aussieht. So, natürlich hat er nicht ausgereicht, ist ja klar. Aber der hat sich auch nicht locken lassen, weil er das anscheinend doch nicht sieht. Na gut. Ja, bup, bup, bup. Au, je. Lala. So, was machen wir jetzt mit dem Bomber? Er kann auch ein bisschen Damage, schon kann ich machen, aber leider nicht so viel. Und noch ein Raketenwerfer down. Ja, trotzdem angreifen. Umso schwächer ist er, ne? Boom. So, umso weniger Schaden kann er hier machen. So, ich nehme einfach mal ein, weil er wird nicht alle zerstören können. Oh, reicht natürlich nicht in den Wald zu fahren. Oh, wenn jetzt der Bomber kommt, na okay, so viel Schaden macht er eh nicht. So, trotzdem schon mal hier angreifen. Wummern, wir greifen an. Oh, Munition ist gleich alle. Upsi, nee. Oder dann hau da ab hier, du Sau. Fahr doch jetzt irgendwo hin. Ist mir sowas von egal. Ja. So, hier hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht. Okay, wisst ihr was? Cheater-Taktik. Ne, wo wir aber nicht Cheater-Taktik. Nee, wer cheatet hier? Niemand cheatet hier. Guck mal hier, so, zack. So, komplett geschützt hier, meine beiden Artilleriedinger. Und falls der jetzt denkt, was, da fahr ich dir hin? Na, guck mal her. Du, abgeblockt. Ich verstecke mich mal im Wald, okay? Viel zu viel Angst. Und hier guck mal, was auf den Bergen hier los ist. An den Weg abgeschossen. Obwohl, ist ja nicht schlecht, wenn er mich abschießt. Lieber die Menscheneinheit, die eh nicht am Schlachtfeld teilnimmt, als das Equin abballern. Kampfpanzer. Ich brauche nicht die viele Einheit, ey. Die Wertung wird richtig schlecht, Leute. Schlechteste Wertung einfach. Gut, okay. Und da oben lässt er mich echt einnehmen. Und ich muss halt noch da unten das einnehmen. Für die Geheimbasis, Leute. Das geht nicht. Oh. Mein schönes Flakgeschütz. Okay.
Ja, so, Raketenwerfer steht. Dass er hier nicht einfach ankommt. Der kaputt. So, und dann hier nochmal gegen Bananen. Boom. Warum steht er jetzt eigentlich hier rum? Ja, dann hau ich ihm einfach eine rein. Ihr Schütz ist zerstört. Gut, nehmen wir hier ein. Weil dann kann er vielleicht, nur vielleicht, ne? Lässt er sich ja locken und denkt sich von wegen, nö, du nimmst du nicht einen und greift mich denn an, wie so ein Trottel der ist. Also, ich irgendwie Angst, mit dem hier vorzufahren, weil ich nicht weiß, was ich denn aus Versehen anlocke. Ne, das muss ja nur nicht sein. Ach man, ach je, so, der Bomber da oben. Ganz ehrlich, keine Ahnung. So, die greifen mir wenigstens schon das Ding an. Und verkacken voll. So, ja, der Bomber, der ist out of reach, oder der kann nichts mehr machen. Den lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. So, hier unten einnehmen. Zur Not baue ich trotzdem nochmal ein kleines Fleckchen. Und hier oben nochmal eins hin. So, dann soll er mal kommen. Okay. Speer, willst du mal ein bisschen gucken? Okay, alles gut, alles gut. Leute, da unten, die Basis. Eine von den beiden müssen wir einnehmen. Für das Geheimlabor. Aua, mein Panzer! Oh, weia, ey, er hat ja keinen Bock. Du nimmst es ja nicht ein, du Sau. Ich glaube doch. Mann, ey. Sind das seine letzten Einheiten? Ja, da muss ich aber irgendwie noch dran vorbei, ne? Erstmal hier weiter erobern. Oh ja. So, kurz mal aufgeladen. So, das schaffen die hier. Warte mal, jetzt ist ja der Raketenwerfer schussbereit. Und ballert richtig rin. Zerstört. Und ja, fast auch noch, der Tier geht kaputt. Ja, okay, um den weiter ranzuholen. Trotzdem angreifen. Angriff, Angriff, Angriff. Wie fies war das denn? So, das Ding muss auf jeden Fall weg, sonst kann ich nicht in Ruhe einnehmen. Leider. So, ich bin hier natürlich nicht safe. Nirgendwo. Toll. Okay, dann ballert das hier mal einfach. Boom, einfach mal ab. So, und hier. Zerstört. Alles klar. So, kann er jetzt noch was machen? Ich glaube, nicht mehr so viel. Eine Seite ist richtig schon geschützt. So. So, nochmal gegen ballern. Boom, langsam aber sicher alles kaputt. 1%, super. Ja, na gut. Ich glaube, das haben wir aber. Das haben wir aber im Sack. So, hier schnell einnehmen. Dann bräuchten wir noch einen TTP, der dann halt in der Menscheneinheit dann mal dahin fährt. Wie gesagt, ich muss das alles einnehmen. Oh, Junge, Junge, Junge. Wird nur ganz kurz wehtun. Ausfallschritt. Er ist einfach wahnsinnig. Ach, die kann. Alter, wir einfach alle wegballern, weil er jetzt ein bisschen stärker ist. Okay, irgendwas ist da noch. Irgendwas ist da noch. Aber keiner weiß noch genau was. Weil der Bomber, wie gesagt, der kann eh schon machen. Ich mache jetzt noch den Gnadenschuss und baller ihn einfach ab. Weil wie die ganzen Dinger hier qualmen, ey. Richtig alles kaputt. So, hier schon mal langsam anfangen. Aber erstmal, boom, hier ein bisschen zerstören. Ey, cool. Yeah, exakt eingenommen. Tschüss. So. Und dann machen wir den immer noch nicht weg. Oh. Ja, weil die halt, ne? Mann. La, 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 la. So, komm, der Vierer. Schafft ihr den jetzt wenigstens? Komm, 5%. Sonja, jetzt enttäusch mich nicht mit deinem komischen... Mann, die mit dem komischen Pech immer. Ich muss schon da... Ich finde, das fällt sehr auf. Dass sie da echt so ein bisschen, Probleme hat, irgendwie den Sack zuzumachen. So, 8%. Lalalala. Toll, dass ich mich so extra nochmal abknallen, ey. Von dem komischen Geschütz da. Naja. Was tut man nicht alles? So, kurz die Uffi laden. So. Den Bomber vom Himmel holen. Na gut, komm, die Mission machen wir übrigens erst noch in dem Part zu Ende, oder? Das ist ja sonst ein bisschen lächerlich, Leute. So, der TTP kommt und sammelt den Flupfen, den Menscheneinheit hier unten gleich ein. Und fährt dann mit dem dahin. So, warum habe ich jetzt einen Raketenwerfer gebaut, der sich durch die Scheiße nur bewegen kann? Was soll das?
Was habe ich mir dabei gedacht? Einfach so viele Kampfpanzer. Boah, ich habe auch noch so viel Geld. Ach, was soll's? So, dann bring ich auch schon mal hin. So, dann machen die dich alle so im Einzelschritt hier alles einnehmen. Oh Gott, ey. Willst du wirklich keine Ruhe geben, wa? Nö. Na, du hast doch keine Einheit mehr. Oh, der hat noch einen Helikopter da oben. Verdammt. Ah, der sieht mich nicht. Er steht da nur drum rum. Hihihi. Guten Tag 21, ey. Ja, das liegt alles bloß daran, wegen dieser verdammten Labormission. Das hätte ich schon viel früher erkennen. Natürlich, hätte uns viel früher ihn weggebasht, ist auch klar. So, hier sind wir bald so weit durch, dass der... Oh, jetzt reicht der Raketenwerfer aus, um den anzugreifen. So, wir holen sie ein bisschen verstecken. So, den Flak auch schon mal eins nach ranholen an den Helikopter. So, zerstört. So, ey, guck mal, der hat mich echt nicht gesehen hier, ne? Dass der mich hier nicht angreifen konnte. Finde ich ja cool. So, 44 Schaden. Ach, Mann. Und auf jeden Fall so, fährt nach vorne. Lädt alles mal ein bisschen auf, lädt den hier ein. Tschuss, und der wird gleich eingenommen. So, Helikopter. Ich hoffe, wir gewinnen jetzt nicht, weil ich seine Einheiten alle zerstöre. Das wäre nicht so toll. Boom. Nein, Leute, geht nicht. Ich muss alles hier kaputt machen von ihm. Sonst sind wir doch nicht so richtig ready. Das dauert eigentlich noch so lange. So, du heilst dich mal hier. Schupp! Nein, Leute, wird aber nicht ausreichen hier mit ihrem Glück. Okay, die sieht mich ja eh nicht. Machen wir den hier schön langsam down. So, und trotzdem auch hier angreifen. Okay, das sieht gut aus, oder? Ja, sieht sehr gut aus. Was? Trotzdem, Alten, diese Koffer, vielleicht steht auch noch auf seiner... Vielleicht hat er auch immer eine Einheit hier auf seinem Hauptquartier stehen. Ne? Dass man wirklich eher sich denkt, nee, mach mal lieber die Schütze kaputt. Das reicht aus. Alter, wie er einfach abhaut. Die feige Sau. Gut, mehr kann er nicht machen. Okay. So, es ist mir egal, ob mein Dings hier abgeschossen wird. Erstmal hier gucken. Yeah, boom, kaputt gemacht. So, und boom, boom, boom. Noch zwei Dinger noch. Und ich kann jetzt schön einnehmen. So. Ach! Mann! Warum stellt er sich da auch hin? So, okay, ich wollte Edith jetzt hier komplett zerstören, Alter. So. Okay, Alter, hat er noch einen Raketenwerfer hier? Alter! Was ist denn mit ihm? Das ist jetzt aber gar nicht mal nett. So, warte ich hier mit dem Ding, dass ich das kaputt mache hier oben. Bam, 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 bam. So, alles zerstören. So, ich guck mal jetzt, weil ich jetzt ein bisschen nervös werde. Ich werde ein bisschen nervös. Ich guck mal wirklich, was die Info ist, ja? Einsatzziel, ja? Erobere das Hauptquartier des Feindes oder vernichte die 8-Mini-Geschütze. Gut. Also, es ist wirklich so, ich kann also alles frei agieren. Hauptsache, na, ich zerstöre die Geschütze. Alles andere ist unwichtig. Okay, das Ding hier ist noch komplett voll. Na, dann nutze ich lieber aus und zerstöre den Raketenwerfer. So, und dann aber noch ein bisschen hier anfangen. Boom. So. La, 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 la. Das hat natürlich nochmal extra lange gedauert, den hier zu irgendwie... Ich hoffe, ich erwische gleich das richtige Gebäude. Dass ich gleich das richtige einnehme mit den Kartendaten, ne? Nur deswegen zittert sich jetzt so. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. So, jetzt kann er vielleicht eh nichts mehr machen. Oh, dann bin ich erst mal Tag 24 oder so fertig. Aua. Dieses Face, Mann! Ich hab doch keine Angst vor dir! Was zum... Auswahlschritt! Du hast ja eh keine Einheiten mehr! Du hast ja keine Einheiten! Oh, doch, er hat doch noch eine Einheit. Alter, wir machen einen richtig vollen Helikopter! Noch zwei Helikopter. Noch drei Helikopter. Doch, vielleicht noch einen vierten? Ist ein bisschen wenig, ne? Alter, was ist denn? Aber der spinnt doch. Ach... Na gut, okay, das hier muss auf jeden Fall hier oben zerstört werden. So, damit ich denn nicht mehr hier Angst haben muss. Na komm, oh, das ist jetzt. Jetzt ist hier natürlich noch die Gabe voll. Oh Mann, der musste ja noch einnehmen da. Der dauert allzu lange. Ja, aber Leute, ihr merkt schon, ne, man kann auf jeden Fall viel, viel schneller die Mission schaffen. Wenn man halt einfach. Ja, wenn man nicht auf diese komische. Die komischen Daten da besorgt ist, nicht wahr? So, erstmal den hier, mach down, der ist so nah dran an meiner Einheit. So, ich kann auch ein bisschen Schaden machen mit so einem normalen Angreifer hier. So, ja, okay, den muss ich trotzdem down machen.
So, noch einer und boom. So, das letzte lassen wir jetzt natürlich hier schön lange erstmal am Leben. Damit da nichts passiert. Und wird dann vom Raketenwerfer abgeschossen. Ach, Junge. Das dauert und dauert. Ja, was soll man machen? So, ich schütze den mal. Ne, warum nicht? So, weil es eh noch lange dauert, nehme ich einfach das hier noch ein. Fragt man sich ja schon, ne? Wie lange, wir haben ja den Tipp bekommen, von wegen, ey, der hat hier irgendwo Daten versteckt. Der Tipp ist ja da, aber sucht mir richtig lange. So, gut. Ich glaube, es sind wirklich seine letzten Einheiten jetzt hier noch. Ich werde auch die Gabe nicht mehr einsetzen, weil das dauert alle viel zu lange. So, ich hoffe, es ist die richtige Stelle zum Einnehmen. Wir, wenn nicht. Oh, yeah. So, und den Oder wegfinishen. So. Boom, alter, gut, zerstört. Gut, und wir warten. Wir warten jetzt natürlich, ja, so. Ja, guck mal, das ist das Richtige, jetzt voll das Falsche. Nur eine kleine Verzögerung, kein Problem. Alles läuft nach Plan. So, ist keine Einheit mehr, stimmt's? Scheiße. So, bitte lasst es jetzt sein. Ich werde es ja gleich erkennen, wenn ich das nicht vorspulen kann. Es war das Falsche. Noch länger. Ja. Tja, Leute. Aber wenn ich jetzt für die Mission zu langsam war, woran denn wohl gelegen hat? Ich weiß nicht, woran könnte die liegen, wenn ich jetzt zu langsam war? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. So. Okay. Yeah! Frau Kommandantin, gucken Sie mal. Bei der Eroberung einer Stadt haben wir das hier gefunden. Oh, eine Karte. Und darauf ist ein geheimes Labor des Feindes verzeichnet. Wir können froh sein, dass unser Gegenspieler so nachlässig ist. An jenem Ort wird mit Sicherheit eine neue Superwaffe entwickelt, von der unser Späher berichtet hat. So, Soldat, bitte überbringen Sie sofort meinem Vater diese Nachricht. Er wird mit Sicherheit Verstärkung schicken. Jawohl, Frau Kommandantin. Alles klar, seine Hoheit wird Ihr Schreiben unverzüglich erhalten. Und ich werde mich jetzt um diese Misere hier kümmern. Na, einfach muss man Boom machen, oder nicht? So, einmal Boom. Boom, nochmal hier. Und tschüss. Oh yeah! Was? Das kann nicht wahr sein, unsere schöne Festung! Das war einfach Pech, nichts weiter. Deshalb ziehen wir uns nun zurück. Wir haben es geschafft. Puh, wir haben gesiegt. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber wir haben gesiegt. Sehr langsam. Sonja! Vater, hast du die Schlacht etwa sehen können? Das habe ich. Ein gewagtes Spiel, das du da mit deinem Feind getrieben hast, wagemutiger als dein Vater es je gewesen wäre. Ich irrte mich, Tochter. Als Kommandantin warst du wahrhaftig nur du die richtige Wahl für diese Schlacht. Vater? Doch der Krieg wird mit der Zeit beschwerlicher und gefährlicher werden. Ich werde dich nicht vor dem Üblen und Schrecken dieser Welt schützen können. Daher bitte ich dich, bitte sei stets auf der Hut, handle achtsam, handle beherzt und vergiss nie, wie kostbar das Leben ist. Verstehst du, Sonja? Mhm. Jawohl. Ja, Vater. Oh, jetzt beginnt jetzt Tempo 0. Kluge Planung ist der halbe Sieg. Oh, was so? Was? Ich war doch nicht langsam. Also für, ne, okay, das ist noch ein leichtes, noch Rang S zu kriegen. Cool, aber nur erstmal Rang A. Nun gut, Leute, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Sensei, der seine Einstiegsmission, ne, seine Debütmission. Wen haben wir? Oh, guck mal da, ich hab tolle Mucke, Mann. Ja, danke, Hachi. Tschüss, Mann. Leute, wie ich Hachi auch immer sage, tschüss Mann, aber weniger genervt, verabschiede ich mich jetzt von euch. So, die Bonusmission ist... Alter, richtig weit oben? Oh, nee. Okay, sind schon einfach alle anderen Missionen, die es gibt. Ja, aber wir machen natürlich schön der Reihenfolge nach, ne? Hier, 19 beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, bis dann. Tschüss!